In der Nacht zum Sonntag wurden die Gräber des jüdischen Friedhofs in Oldenburg mit Hakenkreuzen beschmiert. Ein 32-Jähriger aus der Neonazi-Szene wird verdächtigt. Um Solidarität zu zeigen, haben sich am Montagabend viele Oldenburger zu einer Mahnwache rund um den Friedhof aufgestellt. Ehrlich gesagt bin ich auch nicht ganz überrascht, denn in den letzten Wochen gab es hier gerade im Stadtteil auch massiv Hakenkreuz und andere Nazi-Schmierereien. Und habe die letzten Wochen immer schon mal, wenn ich hier vorbeigefahren bin, abends mal einen Blick über die Mauer geworfen, ob alles okay ist. Also wundert mich leider gar nicht, denn es gibt ja massive Aktivitäten auch zunehmend von Nazis in Oldenburg. Ich bin in dieser Stadt geboren, vor 70 Jahren, mitten im Krieg. Und habe gestern Abend erfahren von dem Ereignis. Ich komme auch aus diesem Stadtteil und bin einfach betroffen, unglaublich traurig und habe den inneren Drang gehabt, einfach spontan herzukommen. Es war eine friedliche Zusammenkunft, um ein Zeichen gegen Antisemitismus zu setzen. Laut NWZ Online durfte der Verdächtige nach einem Aufenthalt auf der Polizeiwache wieder gehen. Eine Bestrafung für diese Straftat betrachtet allerdings nicht jeder Teilnehmer der Mahnwache als sinnvoll. Der Beschuldigte ist ja nun auch Anfang 30, das heißt, es ist ein gestandener Neonazi, der sich von sowas mit größter Wahrscheinlichkeit jetzt nicht umstimmen lassen wird. Insofern müssen da andere Sachen passieren. Die weitere Vorgehensweise der Polizei bleibt abzuwarten.